Da kommt dieser, ein Bild von einem Hund. Ein richtig großer Rüde. Richtig groß. Schwarz-weiß. Bisschen fusselig ist er momentan. Also er hat so plüschiges, hallo mein Schatz, er hat so plüschiges Fellchen. Das haben Galgos tatsächlich öfters, wenn sie hier in Spanien oder im Tierheim sind. Einfach aufgrund des Stresses. Ganz oft, wenn sie dann ein liebevolles Zuhause haben, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie willkommen sind, in dem sie einfach all das bekommen, was sie verdient haben, wird das Fell ganz oft sehr, sehr seidig. Und ich denke, wenn man sich die Sers Köpfchen anguckt, wird es definitiv der Fall sein. Ansonsten macht er hier einen recht ruhigen Eindruck. Wenn er so groß ist, ist das auch gar nicht unwahrscheinlich, dass da nicht vielleicht sogar ein bisschen Greyhound in sein Gehen mit drin steckt. Prinzipiell macht er hier echt einen entspannten Eindruck, kommt auch mit seiner Hundegruppe gut klar, hat mit den Menschen keine Schwierigkeiten, weder mit den Pflegern, Pflegerinnen noch mit uns, die für ihn Fremde sind. Er ist einfach ein kleines großes Herzchen, der sein Zuhause sucht. Also wer eine Vorliebe für große Hunde hat, Hunde, die rückenfreundlich sind, weil man sich nämlich nicht bücken muss, um die zu streicheln, der ist mit Dessert auf jeden Fall wirklich an der richtigen Adresse und hat hier vielleicht seinen Goldschatz gefunden.